Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu Wrestling News. Die Themen heute: Hat Game Changer Wrestling ihre Corona-Tests damals gefälscht? Außerdem, wie war es jetzt eigentlich mit WWE 2K22? Man hat versucht, Cody Rhodes ins Spiel zu bringen, aber woran lag es, dass das jetzt nicht geklappt hat? Außerdem haben wir natürlich wieder einige Verletzungen, einige Sachen, also auf geht's. Das heutige Video wird unterstützt von Neosubs. Da gibt es nämlich aktuell bei einem Bestellwert von 80 Euro nochmal schön ERAs obendrauf. Außerdem gibt es natürlich mit dem Gutscheincode Martin nochmal einen dicken Rabatt, also auschecken. Heute beginnen wir mit Will Ospreay. Dieser hat nämlich in einem Interview darüber gesprochen, wen er am liebsten bei dem Doppel-Pay-Per-View von New Japan Pro Wrestling und All Elite entgegentreten würde. Und da meinte er, dass es sehr, sehr coole Paarungen gibt. Er hätte zum Beispiel Bock, gegen Jungle Boy anzutreten. Oder auch so Leute wie Moxley oder halt auch Keith Lee wären auf jeden Fall coole Möglichkeiten. Generell spricht er aber noch über weitere coole Paarungen, die jetzt nichts mit ihm unbedingt zu tun haben, wie zum Beispiel Okada gegen CM Punk und sowas. Also schon ganz nette Sachen. Trotzdem musste er vor kurzem wieder von einem Event abgezogen werden, da er eine Infektion in seinen Nieren hatte und da auch im Krankenhaus war und da einiges mit zu kämpfen hatte. Für dieses Event ist es aber noch ein bisschen fraglich, was eigentlich mit Rey Fénix ist, denn der wurde für ein AAA-Event am selben Wochenende angekündigt. Was natürlich komisch ist, weil er ja wahrscheinlich dann auch bei All Elite antreten würde. Vielleicht auch nicht. Also aktuell angekündigt für AAA. Scheint also, als wäre denn Rey Fénix nicht bei der Forbidden Door mit am Start. Dann hat man jetzt bekannt gegeben, dass sich Nikita Lyons von NXT verletzt hat. Sie hat sich das Innenband angerissen und fällt da natürlich auch erstmal einige Zeit aus. Es gibt ja aktuell so ein Women's Breakout Tournament, wo sie dann auch ersetzt wurde. Dann hat Sonny Kiss sich online geäußert zu einer Ansage von einem Fan, dem aufgefallen ist, dass Sonny Kiss noch nie bei Rampage eingesetzt wurde und schon über 560 Tage nicht bei Dynamite zu sehen war. Das findet Sonny Kiss natürlich auch irgendwie nicht so gut. Er wird natürlich bei All Elite Dark und Elevation und so weiter eingesetzt, aber trotzdem ist das schon irgendwie blöd. Trotzdem bleibt Sonny Kiss bei der Aussage, dass die Zeit kommen wird und dass All Elite immer noch sehr offen ist für alle möglichen Talente. Dann haben Veda Scott und Mike Bailey jetzt geheiratet. Sie sind seit November 2020 verlobt gewesen und haben sich jetzt das Ja-Wort gegeben. Dann gab es mal wieder Stress mit Alexa Bliss. Sie hat nämlich einen Post gemacht, woraufhin ein Fan, nennen wir es mal Fan, sie mal wieder so ein bisschen angegangen ist, beziehungsweise ihr auch über Privatnachrichten erstmal eine schöne Morddrohung reingeknallt hat. Inklusive für sie und ihren Mann. Und das geht natürlich gar nicht, wurde natürlich hier gleich an die Polizei weitergeleitet. Und also mit so einer Aussage schon wieder völlig bescheuert. Manche Leute sind einfach komplett durch. Dann hat man Sting für das Double or Nothing Fanfest rausgenommen. Der durfte nämlich nicht reisen wegen einer Verletzung. Mehr Infos gab es bis dahin erstmal nicht. Dann gab es harte Anschuldigung gegen GCW, also Game Changer Wrestling. Und zwar gab es jemanden, der behauptet hat, dass er für Game Changer Wrestling Corona-Tests gefälscht hat, einfach damit diese ihre Shows machen können. Denn in den letzten Jahren, als wir natürlich Lockdown und so hatten, hat Game Changer Wrestling die eine oder andere Veranstaltung machen können. Und das natürlich immer unter der Prämisse, dass alle Wrestler getestet sind und so weiter. Und hier behauptet also dieser Typ, dass er die Tests für die Wrestler gefälscht hat. Es haben sich schon einige Wrestler dazu geäußert, die gesagt haben, dass das natürlich nicht stimmt, die auch mit Beweisen kamen und zum Beispiel auch mit Tweets von Game Changer Wrestling, die angekündigt haben, dass einige Wrestler nicht bei dem Event sein können, wegen einem positiven Corona-Test. Oder auch teilweise, weil die Tests zu spät waren und da die Leute halt dann einfach nicht antreten durften. Also das Ganze widerspricht sich extrem krass, ist also auch wieder wahrscheinlich ein bisschen komisch. Dann gab es noch ein Interview mit Tony Khan, der hat sich sehr positiv mal wieder geäußert zum Trios-Titel. Der steht ja wahrscheinlich auch schon in den Startlöchern, wenn man das so glauben möchte, und wird wahrscheinlich dann auch demnächst dann halt bei All Elite eingesetzt. Ebenfalls wurde auch gefragt, wie es eigentlich aussieht mit Frauen-Tag-Team-Titel bei All Elite. Und dazu meinte er, dass er natürlich weiterhin seinen Roster ausbauen möchte und selbst wenn dann halt Leute, die vielleicht aktuell verletzt sind, wenn die wieder zurückkommen, dann hat man natürlich auch viel mehr die Möglichkeit, Leute in Teams zu stecken, um dann auch so einen Titel zu rechtfertigen, denn generell ist er sehr offen, was den Frauen-Tag-Team-Titel angeht.
Das war aber nicht das Einzige, wozu er sich geäußert hat. Es gab nämlich auch noch Aussagen zu Ring of Honor. Denn Ring of Honor hat er ja gekauft und aktuell ist er immer noch in Planungen, wie genau sie jetzt mit dieser Show weitermachen wollen. Sie wollen eigentlich Ring of Honor nicht als irgendwie Aufbaushow für All Elite machen und eigentlich auch nicht so als zweite Show für All Elite, sondern sie wollen das wirklich groß machen. Er sagt selbst, dass Ring of Honor nicht die besten Pay-Per-View-Buy-Rates hatte, dass sie nicht die beste Aufmerksamkeit hatten, aber dass er natürlich daran arbeiten möchte, um das Ganze dann auch dementsprechend umzusetzen, um das Ganze auch groß zu machen. Also das bedarf natürlich eine ganze Menge Arbeit, denn das Potenzial ist da. Wenn man sich den Pay-Per-View anguckt, den sie vor kurzem hatten, den Supercard of Honor, dann sieht man halt einfach, was da möglich ist und wie krass das auch sein kann. Aber generell muss man da einfach mehr Zeit und mehr Arbeit reinstecken und das möchte er auf jeden Fall machen. Also er ist da sehr ambitioniert, was Ring of Honor angeht. Dann hat Unlimited Wrestling jetzt bekannt gegeben, dass EC3 in Deutschland sein wird. Wir machen ja am 23. und 24. ein riesen Wrestling-Wochenende in Thale. Und da gibt es natürlich noch ein paar Tickets für euch. Solltet ihr euch also holen. Und es ist EC3 mit am Start mit zahlreichen weiteren Stars aus dem internationalen Bereich und natürlich auch aus Deutschland. Also kommt da vorbei, das wird ein richtig krasses Ding. Dann kennen einige von euch sicherlich die Serie Heels, die ich euch wirklich nur ans Herz legen kann, ist eine Wrestling-Serie rund um Stephen Amell, der auch schon bei Arrow mitgespielt hat. Und die Serie ist echt cool, kann man sich auf jeden Fall als Wrestling-Fan mal geben. Und hierzu gab es jetzt für die nächste Season weitere Wrestler, die hier mit bei Dreharbeiten waren. Zum Beispiel von Impact Wrestling Jordynne Grace oder von All Elite auch Serena Deeb. Dann hat Leyla Hirsch bestätigt, dass sie sich in einem Match nach einem Moonsault das Außenband gerissen hat und dass sie, das war im April, dass sie jetzt operiert wurde. Also von April bis jetzt Mai, das sind fast 6 Wochen, die dazwischen lagen, zwischen der OP und dem eigentlichen Verletzten. Weiß nicht, warum man da so lange gewartet hat. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist sie jetzt auf dem Weg der Genesung. Dann ist es offiziell, Hell in a Cell ist ja diesen Sonntag und das Event ist ausverkauft. Also auch mal eine positive Nachricht hier, was die Pay-Per-View-Verkäufe angeht für die WWE. Denn was Money in the Bank angeht, sah es ja nicht so gut aus. Denn bei Money in the Bank hat man entschieden, die Arena zu wechseln. Man wollte das Ganze eigentlich in einem Stadion machen, denn Money in the Bank ist natürlich einer der Top-Pay-Per-Views. Und das hätte man also machen können, hat sich aber jetzt doch dagegen entschieden. Alle Leute, die schon Tickets gekauft haben, haben ihre Tickets zurückbekommen, haben einen exklusiven Gutscheincode bekommen, womit sie vorher an die neuen Karten kommen für das Event in einer anderen Arena. Und dieser Code wurde aber online geleakt, das heißt, es war eh schon wieder ein bisschen durcheinander. Generell hat man das also so gemacht, dass man halt, ja, die Vorverkäufe, dass die einfach nicht so gut waren, wie man es vielleicht sich erhofft hatte für eine Stadionshow. Und deswegen, geht man jetzt einfach eine Stufe kleiner. Dann hat sich Selina Vega noch verletzt. Das ist eigentlich schon eine Weile her, aber es wurde wenig darüber gesprochen. Auch was genau jetzt verletzt ist, keine Ahnung. Nur die Tatsache, dass sie verletzt ist und dass sie länger ausfällt. Und auch, dass sie operiert wurde. Also ja, und aktuell ist der Plan, dass sie zum SummerSlam zurückkehren wird. Und dass sie, wenn sie dann zurückkehrt, auch einen ziemlich krassen Push bekommen soll. Dann nochmal eine Aussage zu Naomi und Sasha Banks. Hier geht man nämlich intern aktuell einfach davon aus, dass Naomi einfach nur ihre Freundin Sasha unterstützt und dass der Hauptaugenmerk von dieser ganzen Aktion um die beiden nicht direkt von Naomi ausging, sondern eher von Sasha Banks. Trotzdem sind beide aktuell suspendiert und werden auch aktuell natürlich nicht bezahlt. Und denn wisst ihr ja, dass aktuell das WWE-Spiel draußen ist, also WWE 2K22, was sehr gut ist, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, endlich mal wieder ein anständiges Wrestling-Spiel. Und hier ist es so gewesen, dass man rund um WrestleMania versucht hat, Cody Rhodes irgendwie doch noch als DLC in das Spiel mit reinzubekommen. Allerdings bedarf das natürlich einiges an Arbeit und egal was sie versucht haben, es ist einfach zu knapp. So, die haben das halt nicht schnell genug hingekriegt. Man kann Cody Rhodes ja aktuell aus den Community-Inhalten runterladen, wie so ziemlich jeden anderen Wrestler, den man haben will auch. Und der ist auch ziemlich gut gemacht, also gibt es eigentlich so keine Probleme. Wo es allerdings Probleme gab, und das hat 2K sogar auch schon gesagt, ist die Tatsache, dass ja das Spiel als Ringsprecher komplett eingesprochen wurde von Greg Hamilton. Der ist ja überhaupt nicht mehr bei der WWE, der wurde ja rausgeworfen. Das heißt, dass der Typ, der das Spiel vertont hat, nicht mehr da ist. Also selbst wenn sie Cody Rhodes ins Spiel reinbringen wollen würden, hätten sie die Ansage von ihm nicht.
Und das ist halt auch schon irgendwie scheiße. Also für 2K23 können wir uns dann auf jeden Fall auf Cody Rhodes freuen. Es kommen ja noch einige DLCs. Vor kurzem kam ja auch erst der DLC mit Ilya Dragunov zum Beispiel raus, was auch ziemlich nice ist. Also gönnt euch gerne das Game, checkt das aus. So Freunde, dann war es das auf jeden Fall erstmal mit dem News-Update für heute. Deswegen Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren, Kanalmitglied werden, wunderschönen Tag haben. Macht nicht mehr Solle, es kommt wieder einiges an Reviews jetzt die ganze Zeit. Und außerdem haben wir auch noch Hell in a Cell dann an diesem Wochenende. Das heißt, da gibt es auch wieder einen Preview-Stream, einen Kick-Off-Stream, wo ich zwar nicht zocken kann, aber trotzdem wir die Matches simulieren und darüber quatschen. Das wird wieder sehr interessant. Kommt da also gerne vorbei und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht nicht mehr Solle, haut rein und ciao!